Jafun, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin noch mit. Ja, Freunde, einen wunderschönen guten Morgen gehen muss ich noch. Prösterchen, erstmal Kaffee, ihr werdet mir zustimmen. Oh, tut das gut. Aber das Wetter ist göttlich, Freunde, wirklich göttlich. Und der liebe Igor ist in wenigen Minuten wahrscheinlich da. Wir haben fast 10 Uhr. Und ja, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich habe ja gestern im Video angekündigt, dass wir die beiden Produkte mal gegeneinander testen. Einmal hier von Epoxy und einmal von Technolith. Und ja, was mir aufgefallen ist bei dem Anruf, der gerade im Hintergrund stattfindet. Eine Sekunde. So, Freunde, das Telefon habe ich geführt. Alles soweit gut. Und ja, wer ist unser Gewinner? Ach so, genau. Was hatte ich jetzt hierbei bemerkt? Der Unterschied zwischen den beiden Produkten ist meiner Meinung nach, dass zum Beispiel bei dem Epoxy, bei der Grundierung, wird es echt schwarz. Also hier mal das Bild. Also man sieht richtig, wie dunkel es wird. Und er hat auch schon stellenweise, wenn ich jetzt mal mit dem Schraubenzieher hier, da sind blanke Stellen, da sind blanke Stellen. Ne? Also er hat schon gut gewirkt. Da unten sieht man auch schön blanke Stellen. Also hier würde ich nochmal nachbearbeiten ein bisschen im Laufe der Zeit. Und das Ganze wahrscheinlich dann mit dem von Technolith verwenden, weil guckt euch mal Technolith an. Technolith, das wird definitiv nicht schwarz, sondern sieht so aus. Also hier, schaut euch mal bitte das hier an, wie blank das geworden ist. Also hier durch das Loch kann ich von unten weiterhin sprühen, das werde ich auch noch tun ein paar Mal, weil guckt euch das an, wie blank das, wie sauber das geworden ist. Hier auch die Seitenwände. Ja, ist schon Wahnsinn, oder? Das ist schon crazy, oder? Also das Zeug hat es drauf. Bei Epoxy wird das natürlich alles sehr, sehr dunkel. Und ja, das zu diesem Punkt. Ich habe hier noch nicht geflext oder so, das mache ich dann später, weil ich wollte, nachdem ich das Epoxy-Zeug drauf gemacht hatte, nicht mehr direkt verwirbeln. Und ja, wir warten jetzt auf den Igor und melden mich, wenn er da ist. Bis gleich. Ja, Freunde, ich bedanke mich, Igor, dass du gekommen bist. Ich hoffe, die Fahrt war nicht so anstrengend. Sehr gerne. Ich nehme diese 2 Stunden Stau stehen für dich in Kauf, damit ich hier sein darf. Ja. Auf jeden Fall. Aber dafür machen wir ein schönes Video, Freunde, und wollen euch mal einen Einblick gewähren, wie das natürlich ist, mit einem Profi zu schweißen und vor allem ein Profi-Equipment. Ich muss es echt zugeben, ich bin ja wirklich ein leidenschaftlicher Hobbyschrauber. Das Etat war nicht so da und dann habe ich so mir gedacht, komm, holst du dir das mal. Für meine Bedürfnisse hat es natürlich in gewisser Maße gereicht, aber es ist nicht langanhaltend. Ne? Also es rostet da mal, dann gibt es Pickel und so. Du wirst das am besten wissen. Du willst einfach mal in andere Sphären schauen, was ist noch so möglich, was ist im professionellen Bereich möglich. Auf jeden Fall. So Blutlecken. Ja, Blutlecken. Dafür bin ich ja da. Auf jeden Fall. Ich danke dir auch, dass du reagiert hast. Ich habe dich wirklich spontan angeschrieben, weil, Freunde, ihr wisst ja, unser Kangoo wird jetzt fertig gemacht, so langsam unser neues Projektauto. Ich werde da auf jeden Fall auch eine Playlist von erstellen und dann schauen wir mal, wie es am Anfang aussah. So wie jetzt zum Beispiel und zum Ende. Ja. Der Igor und ich, wir haben uns schon zusammen nochmal, weil ich wollte nochmal von ihm das Feedback haben. Ihr habt ja gesehen, gerade auch der Rostumwandler wirkt wirklich top. Der eine mehr als der andere, aber das haben wir in einem anderen Thema nochmal. Ich habe schon so grob ein Blech vorgefertigt und das Blech ist jetzt natürlich, ich möchte mich jetzt an ihn anpassen. Wie ist es für ihn am optimalsten, wo sollten wir das am besten aufsetzen und das Ganze natürlich schweißen. Ja. Igor, wir haben hier eine relativ unebene Fläche. Also wir haben so ein paar Wulsten, ne? Man sieht ja hier diese Riffelung, da sind überall diese ja, Wulsten, Lamellen, jetzt mal, Lamellen, wie auch immer. So, also immer so eine Erhöhung. Und mein Vorschlag war ja jetzt an dich, dass ich diese Sache sozusagen eben mache, sodass wir das Blech eben aufsetzen können. Und du hast gesagt, das ist eigentlich auch am besten, oder? Ja, natürlich. Also wir wollen überlappt schweißen. Ja, genau. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall so schweißen, nicht quasi Kante an Kante, hier werden die Punkte zwar auch halten, aber das wird nicht lang stabil halten. Ja, ich würde auch sagen, am gesunden Material. Genau, am gesunden Material, da werden wir das Ganze verpunkten. Damit das gut klappt und wir keinen Luftschalt haben, haben wir jetzt natürlich sehr viel Arbeit. Hm. Das ist ja alles sehr kompliziert und unförmig. Das heißt, wir müssen das Blech möglichst da an den Stellen, wo wir es schweißen wollen, ans Material bringen, dass wir da keinen Luftschalt haben, dass wir eine Schweißverbindung, naja, auf jeden Fall, da gebe ich dir vollkommen recht. Die Gegebenheit hier ist ein bisschen kompliziert, aber wir machen das Beste draus. Der Vorteil an dieser Sache ist wirklich, Igor, habe ich dir auch gerade gesagt, dass wir das alles abgedeckt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier einen Trotzdem wird das gut. Ja, es wird gut, aber wir müssen keinen Schönheitspreis gewinnen. Also wenn da so eine Macke ist oder so, das Pass auf, lass uns anfangen. Wir fangen einfach an. Genau, wir fangen einfach an. Schau mal. Ja. Du hast es schon richtig soweit vorbereitet.
wir haben jetzt überlegt, wir könnten jetzt natürlich einfach hier, wie du gesagt hast, mit dem Hammer das in die Position kloppen, ja? Ja, ja. Und dann an die Stellen punkten. Aber ich denke, deine Idee war richtig, dass wir hier so Bereiche ausschneiden, dass wir wirklich runterkommen. Genau, ne? Das Material. Wolltest du jetzt, du wolltest ja nicht die schneiden, du wolltest ja hier ausschneiden, richtig? Ich glaube, ich schneide das Blech soweit. Ja. Ne? Kann ich ja mit der Flex, ich habe eine ganz dünne Scheibe, dann schneide ich mir da so Kohlen rein, sodass das aufliegt. Ja. Und den Rest werde ich dann mit dem Hammer nachbearbeiten. Nachbearbeiten. Und wenn da eine kleine Lücke bleibt, erstens werde ich von unten nochmal, weil das alles durchgängig offen ist, wegen der Rathausschale, da wird das ganze Spritzwasser und so landen, werde ich dann von unten Grundierung nochmal reinmachen und das Ganze versiegeln zum Ende. Und zweitens, wenn da mal so ein kleiner Loch ist, dann spachtel ich das zu. Ja. Ne? Ja. Also ein Hohlraum. Das ist, weil ich meine, welchen Aufwand willst du jetzt hier in dem Bereich betreiben? Du müsstest eigentlich hingehen, gesunden Känguru nehmen, da den Bereich ausschneiden und dann einbauen. Ja? Das wäre natürlich am schönsten. Oder du machst halt wie so ein Karosseriebauer und baut sich das Blech, aber das ist sehr aufwendig. Wir machen das gut. Ja. Aber ich sag mal, im vernünftigen Verhältnis. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, Freunde, ich werde das Ganze hier ein bisschen verformen, passend machen und dann schweißen wir endlich. Genau, und ich bereite mein Schweißgerät vor. Dankeschön, bis gleich.
Ja, Freunde, ich bin ein sehr, sehr glücklicher Junge gerade. Der liebe Igor ist schon wieder abgereist und danke an dieser Stelle nochmal an dich, mein Freund. War ja fast schon wie ein Seminar, eine Schulung. Viel gelernt, um auch mal das ganze Prinzip zu verstehen, wie man was am besten anpassen kann mit der Amperezahl, mit der, ich sag aber auch mal so, das Gerät, ne? Das ist auch ultra. Also man kann dort die Dicke des Materials einstellen und den Rest macht das Gerät. Und deswegen finde ich an dieser Stelle ein Lob für diese technischen Raffinessen, die dieses Gerät hier natürlich bietet. Das Problem hierbei ist wirklich, und das hatte ja auch der Igor in seinem Video erwähnt, bitte schaut es auch euch auch an, es wird in den nächsten Tagen online sein. Und zwar ist das hier so, dass wir hier natürlich nicht ein neues Material haben mit einer gleichmäßigen Dicke. Dann könnte man theoretisch sagen, okay, ich stelle jetzt laut Material so und so viel ein an Stärke und Schweiß los. Ist hier in diesem Fall natürlich und auch bei euch, wenn ihr natürlich ältere Fahrzeuge habt, wo natürlich das Material immer weniger wird, kann man das schwer abschätzen. Man muss also irgendwie auch sich ein bisschen rantasten und deswegen finde ich auch wirklich Respekt an dieser Stelle an den Igor. Will natürlich, er ist ein Perfektionist, will es natürlich ultra perfekt haben und ich werde versuchen, das Ganze auch wirklich vernünftig fortzusetzen. Also die Grundlagen habe ich jetzt soweit auch verstanden, wie dieses Gerät bedient wird. Also wirklich, wenn man da die Materialstärke hat, dann kann man da richtig, richtig gut mitarbeiten. Ich werde bei diesem Fahrzeug weiterhin dann das Prinzip so machen, dass ich weniger Ampere nehme, sodass hier wirklich ja, wir keinen Durchschweißen haben. Also dass wirklich das Material, wenn es sehr, sehr dünn ist, nicht sofort das ganze Ding durch ist, beziehungsweise wir ein Loch haben. Das ist mir nämlich hier an dieser Stelle zweimal passiert. Ne, also hier sehen wir zwei Löcher. Und die sind halt aufgrund der Tatsache, dass das Material so dünn ist, passiert. Aber ich musste ja auch irgendwie dahin, um ja den Rost wegzukriegen. Und der Rostumwandler ist unten unter dieser Platte schön am Arbeiten. Hier oben werde ich das dann auch machen, sodass später natürlich hier kein ja, Blühen mehr entsteht, sodass hier die Nähte und alles schön sauber bleiben. Ich persönlich finde die Schweißnähte, wenn man sich die hier mal ansieht, Freunde, also ich bin damit, also wirklich, guckt euch ein, Spritzer gab es, weil, wie gesagt, wir schweißen ja hier im Freien, sodass hier durch den Wind das Ganze ein bisschen, dieses Gas hier weggeweht wird und darauf achten halt, Outdoor heißt dann bitte, schaut, dass kein Wind großartig da ist, dann passiert das auch nicht. Ja, wir sehen hier vorne, also die Punkte hier sind schön gesetzt, das will ich natürlich hier mit dieser Scheibe nachher dann verfeinern, schön alles glatt machen. Jetzt haben wir natürlich hier ein Loch, da war bis hierhin sehr, sehr viel Rost. Ich werde hier so ein Stück Material einfügen und das Ganze dann bündig schweißen. Dann setze ich das hier fort und dann gehen wir hier am Rand entlang. Und ja, ich habe von ihm auch wirklich Lob bekommen. Danke dafür. Lob im Sinne von, dass ich hier natürlich, die Vorarbeit war okay, er fand das super. Und die Seite schweiße ich dann auch noch. Ich habe auch voll Bock zu schweißen, weil es macht schon damit richtig Spaß. Du machst einen Punkt, buff, sitzt. Und wenn das Material jetzt nicht so beschissen wäre, dann würde das richtig, richtig geil aussehen. Und hier hat er das ja gemacht. Hier war das Material relativ gut. Punkt für Punkt, seht mal, wie so eine Raupe. Wunderschön. Und so will ich das natürlich überall auch haben. Und ich darf Igor nicht enttäuschen. Das heißt, ich werde jetzt hier die ganze Geschichte weiterschweißen und ihr seid natürlich dabei.
Freunde, was soll ich sagen? Es ist wirklich eine geile Geschichte mit diesen Schweißen. Macht übelst viel Spaß. Und ich habe jetzt Punkte gesetzt und ich brauche da ein bisschen länger Zeit und habe auch mal jetzt geschliffen. Also so sieht, also es ist übelst robust. Übelst. Das ist hier die Schweißnaht von dem lieben netten Igor. Guckt euch das an. Eine Naht, ein Übergang, richtig schön. Das sind jetzt meine Schweißnähte. Ich habe jetzt Punkte gesetzt, um zu verhindern, dass ich ein Loch mache wieder. Und zwischen diesen Punkten mache ich jetzt auch nochmal einen Punkt, um dieses Ergebnis zu erzielen. Und leider kann ich jetzt hier heute nicht mehr weitermachen. Ich muss mit der Familie zum Sommerfest. Deswegen werde ich morgen weitermachen. Aber ihr seht schon, das Ganze ist auch übel stabil. Ich habe mit dem Hammer schon ein bisschen das Blech gerade gekloppt. Da habe ich hier von der Seite drauf geguckt. Und mit dem Hammer, also es ist wirklich... Und das Loch ist auch fast zu hier. Das ist auch schön. Dann würde ich sagen, weil normalerweise geht dieses Stück hier Metall bis hier vorne hin. Ich mache hier das Ganze schön rund, fülle hier Material hin und werde das dann schön glatt schleifen. Hier an diesen Kanten auch schön bündig geworden und hier sieht man auch, habe ich überall die Punkte dann noch, die ich dazwischen setze, um nachher dann dieses Ergebnis zu erzielen. Ich brauche da ehrlich gesagt ein Handling für. Das ist schon knifflig. Also es ist schon eine Kunst für sich, das Schweißen. Respekt an die Leute, die das täglich machen. Aber macht wirklich Spaß. Und wenn man, wie gesagt, das Gerät dazu hat, mit Gas vor allen Dingen, keine Spritzer. Null. Ich habe hier gar nichts. Also das ist wunderschön. Da bei dem Loch muss ich mir nochmal was überlegen. Aber sonst, wie gesagt, wenn die Punkte dazwischen noch sind, dann würde ich sagen, sieht das aus wie hier. Und ich kann den lieben Igor zufriedenstellen. Ich werde mein Bestes geben. Fakt ist aber, dass das hier so geil ist, dass es dem Wagen wahrscheinlich überleben wird. Und ja, ich bin froh, ich bin glücklich und würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Abschlussschluck. Freunde, eine Ankündigung an euch. Wenn ihr morgen Lust und Laune habt, morgen gibt es einen Livestream. Mal wieder endlich. Und wir schauen mal so, ich werde es ankündigen, so zwischen 18 und 20 Uhr beginnen wir. Und dann werden wir mal ein bisschen quatschen, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich muss mich auch nochmal bedanken. Es gab zahlreiche Spenden in der Zwischenzeit, die konnte ich alle nicht erwähnen. Und ich grüße nochmal hier an dieser Stelle Manuela und ihren Männer. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Manuela und Alfred oder sowas. Ach, Entschuldigung, ich habe den Namen vergessen. Ich grüße dich, Manuela, und danke dir, dass du so fleißig immer in den Kommentaren mit dabei bist. Und Freunde, wie gesagt, heute ist wieder so ein Tag, wo ich denke, ey, diese verdammte Community, was die wieder alles geschafft hat. Ne? Jetzt hatten wir schon den Igor dabei. Richtig schön. Ein schönes Gerät können wir hier verwenden. Schöne Bilder erzeugen. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Euer Mr. Do It. Bis morgen. Bis dann. Ciao.